Hallo und herzlich willkommen hier beim schönen 8. Anti-Brustkrebslauf der Asklepios-Klinik und der Pink Ladies. Ich freue mich hier zu sein und die Leute heute hoffentlich mit ins Boot zu nehmen, dass sie weiter motiviert im Leben sind und sich auf jeden Fall ganz viel bewegen. Das ist meine herzliche Angelegenheit. Von mir auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute hier mitmachen, die teilnehmen, die alles organisiert haben. Und insbesondere möchte ich begrüßen Rita Prinz und die Pink Ladies. Das Brustzentrum der Asklepios-Herzklinik hier in Goslar ist seit 2005 für diese Behandlung zertifiziert und hat es sich gleichsam zum Ziel gesetzt, frühzeitig und optimal die Erkrankung zu behandeln. Hier arbeiten wir mit verschiedenen Ärztinnen zusammen, werden unterstützt durch andere Berufsgruppen wie Psychoonkologinnen, Sozialarbeiterinnen und spezialisierte Pflege. Und in diesem Sinne freue ich mich besonders, dass sich die Pink Ladies und Rita Prinz einen Lauf als Charity-Event sozusagen überlegt haben, weil das gleichzeitig das Motto mit Sport bleibt man gesund unterstützt. Einen schönen Lauf, einen guten Erlös für einen guten Zweck, der die sich damit viel vergnügen. Vielen Dank. Ich begrüße alle Anwesenden ganz recht herzlich hier in den Wallanlagen, ein wunderbarer Ort, um ja, diese Veranstaltung gemeinsam heute zu absolvieren, kann man sagen, für die Läuferinnen und Läufer, das 8. Anti-Brustkrebs-Lauf. Und ja, mit dieser Veranstaltung, wir haben es gerade gehört, senden Sie natürlich ein ganz deutliches Zeichen im Kampf gegen diese heimtückische Krebsart Brustkrebs. Die Zahlen sind nach wie vor alarmierend. Brustkrebs ist mit etwa 75.000 Fällen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Doch dank einer ständig weiterentwickelten Früherkennung werden Karzinome immer früher erkannt. Frühzeitiges Erkennen und die optimale Behandlung ist deshalb auch eine wichtige Aufgabe und Schwerpunkt des Goslarer Brustkrebszentrums an der Asklepios-Herzklinik. Und ich freue mich, dass Sie natürlich heute vertreten sind. Ich freue mich aber auch, muss ich sagen, dass ich sehe, dass ja, viele aus unserer Stadt vertreten sind. Alle sind da und ich denke, es wird eine tolle Veranstaltung und wir haben alle gute Laune und wir sind alle relativ fit. Und wenn nicht, machen wir uns hier noch ein bisschen fit. Es gibt ja so ein paar Kleinigkeiten. Also immer zugreifen, alles ist da. Und dann freue ich mich auf die Aktivitäten, die jetzt kommen. Wenn ihr jetzt gleich auf die Strecke geht, glaubt mir, es ist mein erstes Laufevent, wo ich selber nicht laufe. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das von der Psyche mal kann. Aber es liegt mir einfach so am Herzen zu sehen, dass die Menschen begreifen, wofür die Bewegung wichtig ist, dass ich heute hier stehe, auf dieser Seite. Und das möchte ich, dass ihr setzt alle heute ein Zeichen, aber ich möchte, dass ihr das Zeichen auch mitnehmt in euren Alltag und vielleicht diesen Menschen helft, euch selbst helft durch Bewegung, aber auch diese Menschen an die Hand nehmt und ihnen Mut macht. Und deswegen, wenn ihr heute auf die Strecke geht, öffnet euer Herz, schaut die Umgebung an, die Leute um euch herum, nehmt dieses gute Gefühl mit. Und ich sage es mal so, wenn wir heute gemeinsam es schaffen, eine Person, die vielleicht keinen Lebensmut hatte und sich nicht bewegen wollte, weil ihnen von den ganzen Therapien alles wehgetan hat, aber überzeugen, dass diese Person heute Abend ins Bett geht mit dem Gedanken, boah, Mensch, das war ja toll mit den Leuten, auch wenn ich nur langsam gegangen bin, vielleicht auch nur 500 Meter, aber es war schön, es hat meinen Körper angeregt, es hat mir gut getan. Dann sind wir doch alle Gewinner, weil wir haben es geschafft, ein Zeichen zu setzen und darum geht es und das wünsche ich mir. Juli, kommt mir bekannt vor. Es ist wieder ein Stimmung. Ja, alle sind mitgelaufen und jetzt sitzen wir alle ruhig. Das ist Team Spirit. 189 waren dabei.
Wir sind hier.